Hey, zu GeForce Support, und heute testen wir euch die 120 GB große Kingston HyperX SSD. Sie hat eine nette Verpackung, das seht ihr hier, das ist die Retail-Verpackung. So werdet ihr sie wahrscheinlich auch im Laden finden oder vortreffen. Nett verpackt. Das ist eine der großen SSDs, also das ist die zweitgrößte nach der 250 GB SSD, die wir getestet haben, also von Kingston. Und einer der schnellsten SSDs von Kingston, auf jeden Fall. Machen wir einfach mal auf und schauen mal, was da ist. Also wir haben auf jeden Fall hier, Nummer 1, zwei CDs mit dem Installationsguide. Und hier ist unser Schmuckstück, die HyperX Kingston. Material sehr, sehr edel, sehr interessant. Hat einen Metallic Look hier drauf, also wirkt, fühlt sich auch sehr, sehr, sehr hochwertig an. Hier sehen wir nochmal die Anschlüsse. Insgesamt, wie gesagt, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Leider muss man natürlich dazu sagen, dass man das ganze Muster hier drauf nicht sehen wird, wenn es eingebaut ist. Auch wenn man ein offenes Gehäuse hat, sieht man in der Regel die Festplattenoberseite nicht, wenn sie eingebaut ist. Das ist natürlich schade und ja, aber wenn man das erste Mal in der Hand hat, hat man das Gefühl, dass man was sehr Wertiges hat. Auf jeden Fall. Leg sie mal kurz zur Seite. Wenn wir hier diese Verpackung mal kurz umdrehen, dann sehen wir hier den Einbauraum für den 3,5 Zoll Schacht. Also das heißt, das ist der Einbauraum für, wenn ihr einen Rechner habt, einen stehenden Rechner, also einen Tower-PC oder ein Desktop-PC, dafür wäre dieser Einbaurahmen geeignet. Dann könnt ihr die Festplatte direkt in den Rechner schieben. Ist halt ein bisschen kleiner als die herkömmliche 3,5 Zoll Festplatte, deswegen wurde dieser Einbaurahmen dazugefügt. Falls nicht, wenn es nur für ein Notebook ist, dann könnt ihr sie so direkt einbauen. Das ist halt diese Standard 2,5 Zoll Festplattengröße. Hier sind Schrauben, einmal für Notebook-Schrauben. Und einmal für Stand-PCs oder Desktop-PCs, Dauer-PCs, ganz normale PCs, das sind die Schrauben dafür. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier erstmal eine Schraubenzieher-Set mit zwei verschiedenen Bits, die ihr einfach einsetzen könnt hier vorne und sofort loslegen könnt, eure Festplatte dort einzubauen, wo ihr sie einbauen möchtet. Das ist auch sehr interessant, eine sehr interessante Idee, weil man halt wirklich jetzt, es passiert ja sehr oft, dass man vielleicht keinen Schraubenzieher im Haus hat, aber die SSD gerade, dann nutzt man einfach diesen Schraubenzieher, der gerade hier drin ist in der Verpackung und auch nicht schlecht aussieht. Also vom Design her, es ist ein echt interessant gemachter Schraubenzieher und dann kann man den verwenden und schraubt einfach mal seine Festplatte rein. Können wir mal kurz zumachen. Dann haben wir ein CR-Kabel und ein USB-Kabel. Das Besondere am USB-Kabel ist, dass man in der Verpackung, also noch zusätzlich zu der Festplatte, noch ein Gehäuse dazu erhält. Das heißt, ein externes Gehäuse, womit ihr die Festplatte als externe Festplatte nutzen könnt. Das gibt es nicht oft, wurde hier aber beigelegt. Das heißt, das ist das externe Gehäuse. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie ihr eine Festplatte dort einbaut. Ihr lockt dieses Schieberegler hier. Entlockt, besser gesagt. Und nehmt eure Festplatte, Anschlüsse in diese Richtung und schiebt diese einfach rein. Zack. Nun ist sie drin. So soll es sein. Nehmt nochmal diese Hülle, diesen Deckel und schiebt den einfach drüber. Nicht vergessen, reinschieben, zumachen, fertig. Jetzt ist es eine externe Festplatte. Ich könnte sie sofort an euren Rechner anschließen, an euer Notebook anschließen und die Daten darauf kopieren oder nutzen. Leider ist natürlich zu erwähnen, dass die Schnelligkeit der SSD nicht vollkommen ausgeschöpft werden kann, da der Hersteller nur an einen USB 2.0 Anschluss gedacht hat und nicht an eine jetzt für diese Zwecke, für eine SSD, für SSD-Zwecke vielleicht bessere Idee währende USB 3.0 Variante. Aber wie gesagt, insgesamt eine sehr gute Idee.
Die Wertigkeit hier ist natürlich genauso. Wir haben hier auch so einen Metallic Look oben drauf. Übernommen vom Design der Festplatte. Leider ist der hintere Teil vom Gehäuse nicht so wertig. Also das ist wirklich Plastik und wirkt auch nicht wirklich wertig. Aber wie gesagt, die Front sieht sehr, sehr designt aus. Gut, ziehen wir mal die Platte nochmal raus. Leicht rausziehen. Genau. Dann nehme ich kurz mal zur Seite und basteln wir das Ganze nochmal zusammen. Genau, das war die Extended Gehäuse, USB-Kabel. Und das war es auch schon von dem Gehäuse. Das, jetzt haben wir alles raus, was es dazu gibt. Das ziehst du mal kurz zur Seite. Da haben wir Schmuckstücke in die Mitte. Das ist die Festplatte. Wie gesagt, diese hat 120 GB, steht nochmal hier hinten dran. Wir haben noch eine weitere getestet mit 240 GB, das ist die große von den beiden. Geschwindigkeit ist bei den beiden recht ähnlich, bloß halt die Speicherkapazität ist unterschiedlich. Also wer lieber eine größere haben möchte, sollte sich nochmal die 240 GB angucken. Wer mit 120 GB reicht, dann ist diese Festplatte wahrscheinlich sehr geeignet dafür. Das war es mal dazu. Wie gesagt, schaut euch noch die anderen Videos dazu an. Vielleicht schaut euch einfach mal nochmal die 240 GB Version an. Wenn ihr dort vielleicht doch Interesse habt, dann wäre das vielleicht eure Wahl. Ich wünsche euch mal viel Spaß und sage es mal ciao.